Ja, es baut sich so ein bisschen auf. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber jetzt auch kein kompletter Newcomer. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Leute so wiederkommen und sehen, wie sich das so entwickelt. Hallo, mein Name ist Pöbel MC. Ich bin heute beim Diffus Magazin und spreche über die Backpfeife auf Endlosschleife. Wie lief deine musikalische Sozialisation ab? Ja, also die musikalische Sozialisation kam eigentlich so durch Schulfreunde. Jetzt beispielsweise DJ Flexscheibe oder auch Dr. Damage. Die haben Gitarre gezockt und irgendwann haben die so mit anderen Atzen von sich so eine Funkband gegründet und brauchten dann aus irgendwelchen Gründen Schlagzeuger. Außerdem hat ein anderer Schulkumpel von mir auch schon Schlagzeug gezockt und dann dachte ich mir so, ja, bevor ich jetzt immer nichts zu tun habe, wenn die da Probe haben oder sowas, spiele ich mal ein bisschen Schlagzeug. Und hatte da auch eh irgendwie, glaube ich, einen Draht zu, weil auch bei uns zu Hause irgendwie recht viel auch unterschiedliche Mucke gehört wurde und ich das irgendwie auch mal gut fand. Und ja, dann hat sich das so von diesem überhaupt Schlagzeug als Instrument kennenlernen hin zu so Metal, Geballer, Hardcore, Bands, dies, das irgendwie entwickelt. Man ist dann aber eigentlich erst ganz spät, da habe ich auch schon in Berlin gelebt, so 2015 rum, dann eher in diese Rap-Richtung abgedriftet. Die politische Sozialisation, die wird einem ein bisschen durch die Geschichte und die Verhältnisse in Rostock, glaube ich, irgendwie nahegelegt. Ist aber eigentlich zum großen Teil individuellen Überzeugungen heraus entstanden und so ein bisschen schon auch jetzt im künstlerischen Schaffen irgendwie so autark entwickelt worden, weil ich jetzt irgendwie dann auch nicht von vornherein per se in irgendwelchen organisierten Strukturen war oder irgendwie politisch aktiv oder was weiß ich was, sodass mir darüber nahegelegt worden wäre. Wie kam es dann dazu, dass du mit Rap angefangen hast? Ja, ich fand es dann einfach irgendwie witzig. Ich glaube, das war auch eine Zeit an sich, wo Deutschrap irgendwie so ein bisschen präsenter wurde und viele Leute das irgendwie gepumpt haben aus den unterschiedlichsten Ecken. Dann dachte ich mir irgendwann auch zum Beispiel, genau, das war auch so, weil ich da auch in Berlin gerade keinen Proberaum hatte und auch nicht irgendwie keine Band oder sowas, nicht so viel Schlagzeug zocken konnte, war quasi meine Kapazitäten so diesbezüglich ein bisschen freier. Dann habe ich einfach mal irgendwie was aufgenommen. Auch ein bisschen zusätzlich dadurch getriggert, dass ja Waving the Guns, glaube ich, 2012 angefangen haben. Und das sind ja auch zum Teil dann Schulkumpels von mir gewesen, eher aus Rostock. Und ich dann auch gesehen habe, so ja, okay, dass sie das irgendwie so ein bisschen so pushen und fand das halt auch ganz irgendwie cool oder interessant. Und das hat mich dann, glaube ich, zusätzlich auch noch motiviert, da ein bisschen mehr Arbeit dann reinzustecken. Gibt's eine Thematik, bei der du dir von der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit wünschen würdest? Wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Der Punkt ist ja aber da, dass die gesellschaftliche Aufmerksamkeit ja nicht eine zentrale Aufmerksamkeit ist, sondern es gibt halt Strukturen, die sind natürlich sehr aware und reflektiert und auch daran interessiert, Verhältnisse zu bessern, Probleme aufzuzeigen und so weiter und so fort. Dann gibt's wieder andere, teilweise viel größere Gesellschaftsteile, die sich dafür nicht interessieren. Und da gibt's immer sehr viele Verschiebungen dazwischen. Und also natürlich gibt es gesamtgesellschaftlich gesehen ein geringeres Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit oder rassistische Praktiken, Denkweisen, die teilweise noch aus den irgendwie kolonialen Strukturen, auf denen unser Wohlstand irgendwie zum großen Teil auch basiert, irgendwie beruhen und so weiter. Also das kannst du eigentlich die ganze Palette sozusagen an so progressiven Debatten irgendwie anführen und sagen, dass es da gesamtgesellschaftlich gesehen ein geringeres Bewusstsein, zu geringes Bewusstsein für gibt. Aber das ist ja dann sehr eben verschieden, so in welcher Struktur du dich gerade bewegst. Wie haben sich die letzten 2 Jahre Pandemie auf deine Musik ausgewirkt? Ach, eigentlich habe ich ja ganz gut genutzt die Zeit. Irgendwie Stress und Raugeln EP gemacht, hier Multilingual Mike Quatsch. Nass vom Bass und jetzt eben noch Backpfeife auf Endlosschleife. Und ach, ich denke mal, wenn ich jetzt die 2 Jahre hätte irgendwie Partykonzert, wie auch immer, dies, das machen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten gehabt, so viel zum Releasen. Von daher glaube ich schon, dass ich das ganz gut nutzen konnte. Hast du eine eingeschworene Fangemeinschaft? Geht. Also ich kriege häufiger oder manchmal so Komplimente, die mich sehr freuen, dass Leute sagen so, ja, irgendwelche schwierigen Phasen konnten sie jetzt mit der Musik auch besser bestreiten, weil ihnen das irgendwie Power gegeben hat, sie glücklich gemacht hat. Und das
ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr schön finde, weil ich das auch nachempfinden kann, weil es auch viele andere Musik gibt, die das mir sozusagen irgendwie geboten hat. Und das quasi der Community so als schaffende Person dann zurückzugeben, ist ein gutes Gefühl. Ja, es baut sich so ein bisschen auf. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber jetzt auch kein kompletter Newcomer. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Leute so wiederkommen und sehen, wie sich das so entwickelt und dass die Mucke vielleicht auch noch irgendwie an Qualität gewinnt oder zumindest nicht verliert oder sich manchmal so ein bisschen neu erfindet. Und ja, das ist gut. Saufen, Kloppen und Rammeln unterscheidet sich musikalisch sehr von deinen anderen Songs. Hast du vor, in Zukunft mehr Richtung Punk zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also es hat eigentlich schon Spaß gemacht, das zu basteln. Und es war eigentlich ein bisschen von diesem Doorman-Track von Slowthai inspiriert. Genau, den finde ich eigentlich irgendwie richtig stark, weil er so irgendwie so eine, ich meine, klar, bei ihm auch, ne, er hat dann seinen geilen britischen Akzent und dadurch hat er sowieso dann noch so eine andere Konnotation. Sowas in der Art kann, glaube ich, live halt eigentlich auch gut abgehen, weil Rap ist ja auch mittlerweile irgendwie so ein bisschen so Moshpit-Musik, was ich sehr begrüße und auch geil finde, aber in den Live-Auftritten, wenn mir sich die Leute irgendwie rüber einhauen. Und das kann man damit halt noch mehr irgendwie so pushen. Was sind deine Pläne für dieses Jahr? Ich spiele jetzt noch eine Tour. Waren jetzt irgendwie hier schon in Berlin, Fester Kreuzberg zweimal. Eines ausverkauft, das andere Zusatzkonzert. Dann davor Düsseldorf, jetzt letzte Wochenende Bremen, Hannover, Dresden. Dann geht's halt jetzt weiter Richtung Süden, in die Schweiz. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall extrem drauf.